Magdeburg, Lienhardtstraße, das Gemeindezentrum Allerheiligen der russisch-orthodoxen Kirche. Nach dem gregorianischen Kalender wurde am Sonntag hier das Osterfest gefeiert. Dabei halten die Familien an einer Reihe von festgefügten Traditionen fest. Eine davon ist das Vorbereiten dieser Körbe mit dem Osterbrot Pasqua, einer Flasche Wasser, gefärbten und geschmückten Eiern und was sonst noch den Segen der Auferstehung Christi empfangen und weitertragen soll. Im Inneren der viel zu kleinen Kapelle der Gottesdienst, den Erzpriester Boris Ustumenko abhält. Frauen tragen Röcke und ein Kopftuch, die Männer halten sich etwas im Hintergrund und der kleine, aber gepflegte Chor trägt unverwechselbar zur feierlichen Stimmung bei. Im Ritus der orthodoxen Kirche gibt es keine Instrumente. Das Einzige, was zum Lob des Herrn hier erklingen darf, ist die menschliche Stimme. Und dann beginnt sich die Gemeinde nach draußen zu begeben. Christus ist auferstanden. Denn jetzt sollen die mitgebrachten Gaben gesegnet werden. Großzügig verteilt der Priester das geweihte Wasser über den Dingen und den dazugehörigen Gläubigen. Jeder ist bestrebt, einige Tropfen abzubekommen, denn der Ostersegen verspricht Glück und Gesundheit für das kommende Jahr.